Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir suchen jetzt nochmal eben den anderen Weg hier auf, das irgendwo jetzt rechts von uns sein soll. Oder? Wollten wir rechts rum? Oder links rum? Ne, links, das führt ja direkt zum Arschloch der Welt, zum Kessel. Das heißt, rechts rum müssen wir eigentlich wieder raus. Ich glaube, dann sind wir hier aber auch komplett fertig mit der Höhle. Denn hier wüsste ich jetzt nicht, was wir noch alles in dieser Höhle erkunden müssten, entdecken müssten. Dann fehlt uns aber auch nicht mehr viel. So, hier müsste irgendwo Ausgang sein. Wo ist denn der? Wo ist denn der Ausgang? Glaube ich hier. Und dann hier hoch. Ja, ich glaube, es wird auch schon Nacht draußen. Also müssen wir gleich so oder so nochmal kurz nach Hause. So oder so müssen wir kurz nach Hause die Stickies da absetzen. Dann haben wir immerhin unter 300 landen. Ja, ist schon Nacht draußen. Definitiv. Ja, Tauchausrüstung müssen wir mal ausziehen. So, wir müssen da lang. Komm. Wir haben eigentlich schon alles. Nur noch die eine Höhle da hinten, die gelbe. Dann haben wir alles fertig. Wir haben keine, abgesehen von vor ein paar Folgen, zwei Passagiere, haben wir keine mehr gefunden gehabt. Obwohl, hier könnten. Ach ne, hier sind wir. Baby. Babys sind in der Nähe. So, wie viele Steine können wir noch sammeln? Oh, hier geht's steil bergab. Dann ganz schnell nach Hause. Und dann heißt es nur noch die eine in gelb markierte Höhle rein. Ich habe mich erschrocken. Ja, aber ich glaube wirklich, die letzten Passagiere, die sind nur noch in der einen Höhle da. Dass wir da suchen müssen. Das andere würde keinen Sinn ergeben. Wir haben ja auch mittlerweile alles jetzt hier blau auf rot umgestellt. Weil wir jetzt überall da drinnen waren. Ah, die Nacht hat gerade erst angefangen. Das heißt, dann können wir jetzt gleich pennen gehen. Dann wachsen die Bäume da hinten auch mal ein bisschen mehr nach.
So. Alles Blaue ist jetzt rot. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ja, aber finden wir dann gleich auf jeden Fall raus. Vielleicht sind die Passagiere wirklich in der letzten Höhle oder im Kessel unten. Dann schauen wir mal. So, hops. Komm. Ja, setzen wir eben ab, die Steine und die Dings hier. Die Stickies. Alle drinne. Hier sind wir fertig. Besser geht's nicht. So, womit fangen wir an? Ich glaube mit den Dingern. So, dann können wir jetzt pennen gehen, bevor wir Hunger kriegen. Und so. So. Und das. Glaube, wäre auch sinnvoll, wenn wir 1, 2, 3, 4 mitnehmen. Damit wir unterwegs noch was zu snacken haben. Und noch mal trinken voll machen. So, einmal hier einen kräftigen Schluck. Und ja, ausrüsten und voll machen. Ah, geil. Einmal hier sättigen. Mal schauen, wie viele Samen wir jetzt kriegen, ob wir das jetzt voll kriegen. Zwölf Samen. Und ist voll. Hier können wir auch nichts mehr draufpacken, ne? Aber ich finde schön, dass hier auch ein bisschen was Grünes dazu kommt. Und wenn wir wieder da sind, das Ding dann auch wahrscheinlich fertig gewachsen. Ja, dann sage ich, machen wir uns auf den Weg zur letzten Höhle. Wir können einmal schauen, wie viel uns jetzt genau noch fehlt. Immer noch 6. Sind immerhin keine 8 mehr. Wir hätten vielleicht vorher speichern sollen. Ja, egal, wir machen uns jetzt eh auf den Weg dahin. Ganz gemütlich. Sammeln ein bisschen Steine und Stickies ein. Noch unterwegs.
Also, noch ein Stein. Klein brauchen wir nicht. Da habe ich jetzt wenig Bock zu. Ich hoffe, die bleiben unten rum. Und auch sogar ganze 5 Gollums. Das Schlimme wäre, wenn wir jetzt hier nochmal 5 von denen entgegenlaufen würden. Dann haben wir voll. So, 11 Stickies, 13, 15, ne, war da noch einer? Nee. 17, 19, einer noch. Den finden wir auf dem Weg dahin. Den kriegen wir so noch. Den kriegen wir noch so. Ups. Komm, ich will das Alkohol und den Sticky. Unten angekommen. Ach nö. Jetzt übertreiben die aber. Jetzt kommt's, jetzt sind wir da hinten. Und dann ploppen da hinten auch noch mal ein paar blaue auf. Ja, aber das da müsste jetzt eigentlich wirklich die letzte Höhle sein. Ex Baby. Deren her. Das heißt, irgendwo ist Muschiklaus in der Nähe wahrscheinlich. Oh, Schildkröte. Den brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja hier mal. Pl Ich habe hier irgendwo ein Baby gehört. Da. Da ist noch ein Baby. Ja. Erwischt. Und da haben wir die Höhle. Die letzte. So, dann auf geht's. Ja, wir müssten eigentlich schon überall gewesen sein, hier wirklich. Das ist hier nur der eine Weg, da die Richtung so einer Tür führt, die wir noch machen müssen. Genau, hier müssen wir jetzt runter.
kompletten Weg hier runter, oder? War das so? Müssten wir hier runter? Ich meine, wir müssen hier runter. Noch ein Pinsel. Oh, noch eine Taschenlampe. Dann können wir die jetzt mal mit der hier verbinden. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Wenn wir hier schon eine haben. Oh, noch ein Knochen. Warum auch immer hier ein Knochen rumlag. Nein. Ich dachte schon, ich falle hier runter. Das zum Notizbereich des Buches hinzugefügt. Haben wir da irgendwas Neues? Oh, da hat die jetzt gerade kurz Panik. Warte mal, B. Hier haben wir voll. Hier haben wir voll. Cave Entrance. Das ist neu. Die Seite fehlt uns noch. Hier fehlt noch eins. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt eben diesen Weg runtergehen. Nein! Ich dachte schon, ich sterbe hier. Toll. Und jetzt? Das wird noch weiter runter. Okay. Das heißt, hier einhaken. Und darüber. So, dann schnell noch mal Pillen nehmen. Und hier runter. Ist da jemand gerade? Ne. Dachte schon, dass da jemand wieder sei. Boah, ist das aber laut. So, und dann können wir hier drauf wieder wechseln. Warte, haben wir Steine? Wir haben Steine voll. Wir haben die Steine wieder voll. Und wir sind immer noch mit roter Farbe. Das heißt, die Kannibalen werden uns zumindest nichts tun. Auch wenn unsere Batterie gleich leer ist. So, ist das der richtige Weg jetzt? Ich hoffe. Ich hoffe, wir laufen hier jetzt richtig. Wir müssen
Genau, wir müssen darüber. Das heißt dann noch ein Wasserschlauch. Genau. Schlauch. Druckluftflasche. Und dann hier entlang. Oh, Batterien sind gleich wieder leer. Ah, dann können wir hier vorne kurz speichern. Würde ich sagen. So, genau, den speichern wir hier. Ja. Warum ist das Ding wieder leer? Ding muss immer leer gehen. Ich hoffe, wir laufen hier jetzt richtig. Ja, müsste eigentlich der richtige Weg sein. Wir müssten jetzt hier irgendwie nach. So, nach links gleich. Ich habe so ein Gefühl, wir werden gleich die rote Farbe wieder los. Ja. Nee, doch noch nicht. Na, hier sind wir jetzt. Genau, hier hatten wir auch ein paar Muschikläuse. Aber hier ist ja niemand. Wir haben Hunger. Die können wir essen. Und dann schauen wir mal. Genau, wir sind jetzt in der großen Höhle. Kamen von da, das heißt, wir müssen jetzt dahin. Die anderen Dinger, die brauchen wir ja nicht mehr. Haben wir ja schon genug. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, den wir jetzt gehen. Die rote Farbe sind wir gleich los. Ja, die sind wir los. Nicht rechtzeitig gesprungen. Ah, da gibt es wieder rote Farbe. Ah, die Mutanten sind doch irgendwo noch da. Und nochmal Pistolenteile. So, wo muss ich hin? Bin ich hier falsch abgebogen? Bin hier komplett falsch abgebogen. Nein. Achso. Nein. Boah, ich dachte schon. So, okay. Hier ist jetzt die große Halle. Und von hier kamen wir. Und irgendwo hier. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg.
Sieht so aus, als müssten wir schwimmen. Ja, das sieht er, das ist der. Ja, zum Glück haben wir da unser Lagerfeuer hingetan. Wenn wir jetzt erfrieren. Ich habe so das Gefühl, dass da noch ein paar Mutanten sind. Wieder gespawnt. Also bisher ist hier noch nichts wieder gespawnt. Hier können wir uns umziehen wieder mal. Hier ist die andere Seite. Hier, das Ding haben wir ja zum Glück geöffnet. Eine haben wir full. Obwohl, ich würde sagen, von der Zeit her wird es passen. Wir gehen da rein in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.